Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder was dekoriert und zwar das Kinderzimmer von einem kleinen Kleinkind eben. Und das wollte ich einfach mal zeigen. Das ist aus sehr kostengünstigen Dingen entstanden. Genau, bevor ich dieses Video jetzt beginne, wollte ich euch noch sagen, ich habe ja letzte Woche erzählt, ich habe ein Video gedreht, 10 Minuten lang über die Ostergeschenke und über die Gondel und so. Das Problem ist, das ist jetzt wirklich weg irgendwie, das Video, ich weiß auch nicht. Es wird irgendwie auf eine Cloud geladen. Und man kann es auch nicht mehr wieder zurückholen, deswegen kann ich es jetzt leider nicht mehr machen. Ich werde das Video einfach noch einmal drehen, muss halt noch einmal das Video drehen. Und ja, da es ein sehr langes Video sein wird, kommt jetzt erstmal das hier zwischendrin und dann kommt das neue Video. Genau. Hier stehe ich schon im Kinderzimmer, ich stelle mich mal ein Stück zur Seite. In diesem Kinderzimmer soll diese Kleine hier wohnen. Ich wollte euch jetzt mal zeigen. Also, dieser Teppich ist aus so einem Block von Teddy. Da sind so ganz viele verschiedene Blätter drin, alle ungefähr 5-mal, also jedes Muster 5-mal. Hier, da habe ich das gleiche genommen. Den habe ich hier mit Klebeknete ein bisschen am Boden befestigt, der dann sonst nicht so rumrutscht. Genau. Da in der Ecke steht das Bällebad von der Kleinen. Und ich habe so ein Flamingo-Bild von DM aufgehangen. Das Bällebad war so eine Schale von Ebelin. Ich weiß nicht ganz, was da drin war. Und da habe ich einfach glitzernden Washi-Tape außenrum gemacht. Und die Bälle, die sind wieder von Teddy. Hier an der einen Seite ist jetzt die Wickelkommode. Dieses Regal hier habe ich mit Kleberknete an der Wand befestigt. Das ist eine leere Tesafilmrolle. Dann habe ich hier ein Bild an die Wand gemalt. Passend zum Thema, also ihr Kinderzimmer-Thema, so Wald, Wiese und so. Und hier liegen noch ein paar Spielsachen. Ich habe nämlich bei Playmobil.de so einen kleinen Regalwürfel in rosa bestellt und der kommt dann genau dahin, dann kommen die Spielsachen rein. Anstatt dieses Schwämmchen hier. Genau, und dann hier auf dieser Seite seht ihr vielleicht dieses tolle Bett. Ich finde das mega schön. Eigentlich habe ich ein anderes Bett bestellt gehabt bei Playmobil.de. Das kommt aber wahrscheinlich erst in der Woche an. Ich weiß auch nicht, weil Ersatzteile brauchen irgendwie 3 bis 4 Wochen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, oh, beim Aussortieren habe ich gerade nämlich dieses gefunden. Ich dachte mir so, gut, das kann ich auch sehr gut verwenden. Das ist so ein Shopkins-Bett, also man kann ja diese Shopkins irgendwie kaufen, habe ich früher mal gehabt. Und da sind ja immer so 2 Figuren drin, die so aussehen wie was zu essen und dann noch so ein Körbchen zum Einkaufen. Und irgendwann hat man so einen ganzen Laden irgendwie. Und dieses Körbchen habe ich beim Aussortieren gefunden und als hier so als kleine Matte ist eben so ein kleiner Schuhschwamm drin. Wir waren mal im Urlaub und da gab es den einfach so dort als Werbegeschenk so. Und dann eine Decke aus einem kleinen Stück Stoff, also bei mir jetzt ein Socken. Und hier hinten diese Rolle, die da drin liegt. Kennt ihr vielleicht, es gibt auch diese Rollen da für die Kinder, die man so ins Bett legt, dass sie sich nicht die Köpfe stößen. Die habe ich selber gemacht, indem ich einfach ein kleines Tuch zusammengerollt habe und Gummis drum. Genau. Dann hängt hier an der Wand ein hübsches Bild von einem Fuchs. Das finde ich so süß. Ich kann nicht mal sagen, wie ich das gemacht habe. Also ich habe es selber gemalt. Ich habe das aufgemalt, mit einem Stift umrandet, dann noch ein Blatt mit grau angemalt und das hier mit Klebeknete drauf gemacht. Und schon habe ich einen Bilderrahmen. Ich finde, das passt super hier in die Ecke rein. Und eine kleine Blume habe ich noch aufgehangen. Das ist eigentlich so ein kleiner, so diese Glitzerblume, die man überall so hinkleben kann mit Uhu oder so. Hier oben, das ist ein Stück Stoff, sag ich mal. Also für meine Konfirmation haben wir eben nach Stoffen geguckt und meine Oma war dann in einem Stoffladen und hat sich dann da so Stoffproben mitgeben lassen und unter anderem war diese hier dabei. Deswegen habe ich die jetzt hier und auch diese Stoffprobe hier. Ich finde es richtig schön. Im Großen und Ganzen sieht das Kinderzimmer dann so aus. Ich finde, ich habe den Raum ganz gut genutzt fürs Kind. Und falls ihr es nachbasteln könnt, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hier sitzt dann die Kleine und hat ein richtig cooles Kinderzimmer. Also ich finde das super. Und ja, falls ihr aus dem Fenster gesehen habt, seht ihr da ja schon etwas stehen. Aber das bleibt geheim. Das werde ich im nächsten Video verraten. Das habe ich nämlich selber gebastelt. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, was da genau steht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schreibt doch gerne was in die Kommentare, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!